Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 4kfilme.de. Ich bin gerade auf dem First Look Event von Samsung und möchte euch einmal die neuen 2024 OLED-TVs vorstellen. Da gibt es in diesem Jahr drei Serien und fangen wir erstmal von unten an. Wir hätten hier die S85D-Serie, die haben wir hier in einer 65 Zoll Variante. Die ganzen Zollgrößen und Spezifikationen, die können sich alle noch vielleicht ein bisschen ändern, aber die Zollgrößen hier von diesem Modell werden wahrscheinlich 55, 65 und 77 Zoll sein, vielleicht sogar 48 Zoll, dazu aber jetzt später dann mehr. Und dieses Gerät basiert dann auf einem WOLED-Display von LG Display. Und hier gibt es nur kleinere Abstriche, also das Gerät ist ein bisschen hat ein bisschen weniger Helligkeit im Gegensatz zu den darüberliegenden Geräten und hat auch nur in Anführungsstrichen 120 Hertz statt 144 Hertz maximale Bildwiederholungsrate und aber trotzdem hier extrem schlankes Panel, was aber hier hinten so ein durchlaufendes Chassis besitzt und das ist auch dann so dieser Erkennungswert, wo man sagt, hier, da haben wir die 85D-Serie mit seitlich angebrachten Anschlüssen, HDMI 2.1 und so ist natürlich alles mit am Start. Dann gehen wir eins weiter und zwar die S90D-Serie, hier jetzt in der 65 Zoll Variante. Hier haben wir dann schon Samsungs QD-OLED-Display-Technologie verbaut. Entsprechend eine sehr hohe Farbbrillanz, also auch in hohen Luminanzen, also hohen Helligkeiten und im direkten Vergleich zwischen diesen W-OLEDs und QD-OLEDs kann man hier doch wirklich immer hier bei den Rotstich oder bei dem Blaustich, Grünstich, kann man schon sehr gut erkennen, dass, obwohl es dann sehr hell ist, immer noch die Farbe gut weitergetragen wird. Auf der Rückseite hier das Design eigentlich wie bei den Vorjahresgeräten. Machen wir hier vielleicht etwas heller, wenn es geht. Ja, könnt ihr sehen, also hier diesen super flaches Flash-OLED-Display. Direkt hier verbunden auch alle Anschlüsse am TV. Und hier haben wir auch ein Modell mit 83 Zoll. Ich vermute, dass dieses hier aufgrund seines Designs auch in der 90D-Serie unterkommt. Hier haben wir aber auch das WOLED-Panel. Aber ich denke mal ohne MLA, also ohne Micro Lens Array. Aber hier hinten, um ein bisschen heller zu machen, sehen wir wieder hier dieses Flush-Design und auch wieder alle Anschlüsse hier auf der anderen Seite. Genau, also dieses Gerät, dann auch wieder die Frage, vielleicht gibt es dann auch Unterschiede in Bezug auf Bildwiederholungsrate wird glaube ich auch 144 Hertz sein, aber vielleicht hier auch ein bisschen weniger Helligkeit aufgrund der großen Displaygröße. Und dann haben wir das absolute Highlight-Modell in diesem Jahr, den S95D, hier in der 77 Zoll Variante. Und ja, was sollen wir sagen? Jetzt können wir natürlich sagen, ja, gibt es da überhaupt irgendwelche Vorteile gegenüber dem Vorjahresmodell? Da fällt mir jetzt zumindest nur zwei ein, was aber absolut ausreichend ist, weil das Gerät war im vergangenen Jahr schon wirklich top. Und hier schauen wir nur kurz mal hinten drauf nochmal, wie das von hinten aussieht. Da sehen wir also Top-Modell. Wird immer definiert auch durch diese One Connect Box, die hier mit dabei ist. Und dieses Gerät, hier sieht man es vielleicht ein bisschen, das hat nochmal ein zusätzliches mattes Coating bekommen. So, sieht jetzt hier nicht so gut aus, aber liegt halt auch daran, dass hier wirklich ein extrem heller OLED hier drauf scheint. Und die QD-OLEDs waren ja in Bezug auf Antireflektionsschicht oder beziehungsweise sehr reflektionsarm und waren auch wirklich, eigentlich haben die
die Referenz in diesem Bereich abgebildet. Also bedeutet einfach Kontrast, Farbdarstellung und so weiter bleibt halt erhalten, obwohl, wenn, selbst wenn im Raum sehr helle Lichtquellen irgendwie vorhanden sind. Und das ist eigentlich für ein OLED schon sehr untypisch. Und wenn man jetzt zum Beispiel diesen W-OLED hier links sieht und wenn da mal eine dunkle Szene kommt, dann sieht man, wie alles halt spiegelt. Wie gesagt, hier nochmals verbessert, das kann ich euch drüben jetzt auch gleich nochmal zeigen oder besser zeigen. Und genau, das wurde verbessert und das Gerät hat dann auch noch 144 Hertz, ja klar, HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium Pro auch als einer der wenigen Geräte am Markt und ist, dieses Gerät ist auch nochmal um ca. 20% heller als das Vorjahresmodell, also der 95C. Und jetzt schauen wir uns dieses Anti-Glare einmal an. Anti-Glare nennt es Samsung. Da haben wir jetzt hier das Vorjahresmodell, also die 95C-Serie. Und hier, wenn wir jetzt dann direkt mal vor das Gerät gehen, da sehen wir immer noch, dass dieses wirklich eine Top-Antireflexion-Eigenschaft besitzt. Aber es gibt halt dann doch noch so einzelne, zum Beispiel hier die Lichtquelle, also hier dieses, sag ich mal, Fake-Fenster, das ist schon sehr hell. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen, wie da sich das zum Teil hier am Rand spiegelt, dann, ja, kann halt doch noch störend sein, wenn man irgendwie eine Lampe hat oder so. Und dann gehen wir mal zu dem Gerät, auch nochmal von vorne. Da auch wieder super Entspiegelung. Nur, wenn halt da wirklich jetzt mal so ein krasses Licht einfallen würde auf dem TV, dann ist halt, zumindest sind diese detaillierten Reflexionen nicht mehr da und somit auch weitaus weniger störend. Klar, wenn man es jetzt wirklich so aufstellen würde und dann mit so einem Winkel drauf schaut, muss man natürlich auch schauen, dass man die TVs im Raum korrekt platziert. Also hier die Verbesserung von diesem Modell. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Es kann sich nochmal die Größen ändern und vielleicht die Spezifikation. Und hier haben wir noch ein bisschen Zukunftsmusik, beziehungsweise gar nicht mehr so viel Zukunft, weil diese Geräte werden wohl auch in diesem Jahr noch erscheinen. Zumindest der 48 Zoll wurde uns nahegelegt. Dieser wird mit großer Wahrscheinlichkeit kommen, also 48 Zoll. OLED TV, in welcher Serie dieser kommt, wissen wir jetzt noch nicht. Kann in der 85er D-Serie oder 90D-Serie sein. Aber hier auch handelt es sich um ein WOLED-Display. Und hier der 42 Zoll, der vielleicht auch im deutschsprachigen Raum kommt, muss aber nicht sein, kann auch nur für einzelne Märkte sein. Auch hier ein WOLED mit 120 Hertz jeweils. Das war der Bereich OLED von Samsung. Für mich persönlich immer wirklich so ziemlich das Highlight. Und jetzt gehe ich, glaube ich, nochmal rüber zu den 8K-Geräten und zu den anderen Neuheiten und versuche ein passendes Video dazu zu drehen. Mehr Infos auf unserer Webseite auf 4kfilme.de. Abonniert unseren YouTube-Kanal, gebt einen Daumen nach oben, kommentiert, ja, und besucht uns gerne auf unserer Webseite. Bis dann!